Willkommen zurück hier zu Anno 2205 und ich habe ein kleines Problem, weil, naja, Pausenscreen ist relativ einfach zu finden, aber ich suche noch irgendwie die Möglichkeit zum Speichern. Also hier, also ich sehe ja nichts. Klar, ich habe eine Minimap, geil. Ja, aber sonst irgendein Quatsch, also Angestelltenbeförderung, geil, ja, schlecht. Ja, da kann man nur auf irgendein Firmenprofil, da ist irgendwie Arbeitskraft kritisch, okay, wissen wir bereits. Hier bin ich wieder am Startmenü, aber so Firmen verwalten oder Firmen erstellen, da komme ich auch nicht weiter. Ja. Möchten Sie etwas fragen? Mögen nur bearbeiten, also kann Skins bearbeiten. Kommandoschiff, das glaube ich, das per DLC war, was ich bekommen habe. Gratis DLC halt. Jo, Firma löschen, also bestätigen, geil, aber kann irgend speichern? Gibt's ja wohl nicht. Gut, ich hoffe, dass wir irgendwann, also Save States machen, dass irgendwann und dann plötzlich mal sage, Tschüssikowski, dass man selber merkt. Aber gut, wir haben noch ein Haus und dann sind wir hier langsam fertig mit Punkt Nummer 1 und gucken, wie es dann weitergeht vom Spiel her. So einen wichtigen Gast hatte ich schon lange nicht mehr. Was möchten Sie von mir? Relativ viel, wir haben Arbeitermangel. Sie gehören zu den Ersten, die bereit sind. Machen Sie in diesem Tempo weiter. Ihre Konkurrenten werden aufholen wollen. Für die nächste Bauphase brauchen Sie qualifiziertes Bodenpersonal, um den Raumhafen betreiben zu können. Halten Sie sich bitte an die Standards der Union, während Sie für die nötige Infrastruktur sorgen. Das ist ganz in Ordnung hier, denke ich. Nichts Besonderes. Dankeschön. Gut, haben wir also Punkt Nummer 1 gemacht. Jetzt muss er ganz viele Wohnhäuser bauen. Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. So viel dazu. Was? Wenig Wasser? Die haben sowieso kein Wasser. Kann hallo? Nicht beschweren, aber jubeln Siehste? Kann ich auch nicht. Wärmen sie ab, ich muss sowieso erst Arbeit anwerben, was zum Henker. Also ganz ehrlich, teilweise. So, ne, geht vor allem darum, dass wegen Produktion und so, man sieht es hier, Produktion plus 11, Verbrauch nur 3, das ist ein bisschen wenig, Leute. Ich habe auch sehr viel mehr Arbeiter. Minus 210, Energie minus 32, wenn ich natürlich mehr Arbeiter habe, genau hier fehlen sie ja, dann geht natürlich das auch. Ich teste einfach mal, wa? Wenn ich einen Fehler mache, dann mein Gott, fange ich nochmal von vorne an. Ich muss das Spiel auch ein bisschen herausfordern. So von wegen, nee, du Spiel! Ja, Michael, was gibt's? Sag mal, was du das alles drauf hast. Okay. So, hier kann ich noch. Und hier natürlich auch noch. Langsam ein Gebiet, wo ich sagen muss, muss langsam ein bisschen aufpassen. Wieso zum Henker ist hier das Gebiet gesperrt? Nein! Ja! Gibt's nicht, scheiße. Muss ich halt verschieben und zwar, hier oben hin, so. Also Schienmühle finde ich schon geil, also läuft. Das kann man ja täuschen, Leute, aber langsam ist noch mal genug Kampf von Arbeiter. Da läuft überhaupt nichts, gut. Na, was denkt ihr? Geht doch. Und ja, ich weiß natürlich, mein beliebtes, altes Anno-Muster, aber schon immer in Spielen gemacht. Wir sind so aufgebaut und so. Wie sieht's denn jetzt aus? Und so ein stark beeinträchtigt. Arbeiterkraft, ja, sie geht schon zurück. Dann natürlich geil. Weise angestellte Lagerhäuser, Ausgabe, die Wartung. Ja, das ist natürlich dann ein bisschen. Also Umsatz, der steigt. Ich würde ein bisschen schneller steigen, hä? Wir haben sie Arbeiter, ich muss erstmal bauen. Gibt es Arbeit? Denk mal, aber genug Häuser, oder? Jetzt, es geht um die Arbeit. Wenn ich da einfach nur Häuser bauen, sondern natürlich die Arbeit auch aufsteigen lassen. Mit Wasser zum Beispiel. Zum Beispiel den hier. So, denk mal, 2 ist ganz gut. Ja, Sie brauchen diese Entsalzungsanlage. Heutzutage ist das die einzige Möglichkeit, Trinkwasser zu gewinnen. Die Geschäftserfolge nehmen zu. Sehr schön.
Und vielleicht noch ein Logistikerzentrum hier unten, sonst haben wir langsam mehr ein Problem. Wie kann ich jetzt hier das Ganze drehen? Geht immer noch nicht so richtig. Na, naja, finde ich schon noch raus. Da klappt schon noch irgendwann. So. Jetzt habe ich da ein Logistikerzentrum, da läuft scheinbar. Vielleicht haben langsam ein bisschen wenig Strom, wa? Zu wenig Arbeit, dafür fliegst du mir, da gibt's ja gar nichts. Ich kann mir gelegentlich etwas leisten. Das Leben ist gut. Das Leben ist gut. Ja, ich würde gerne mal Steuern anheben. Natürlich geht das hier nicht. Ich muss da irgendwo gehen. Im Verarsch kann man sich die Steuern anheben. Ja? Möchten Sie etwas fragen? Nee, momentan gerade nicht. Steuern anheben, wie geht das? Kannst du das bitte mal ein bisschen präzisieren und mir ein bisschen angeben? Natürlich alles nicht, wa? Okay, haben wir hier schönes. Weil 200 bin, kann ich was? Information, Infozentrum. Habe ich schon 200. Okay, ja, es geht ja hoch, kein Problem. Also kein Problem, ein bisschen übertrieben vielleicht. Aber es geht hoch. Ich kann mir gelegentlich etwas leisten. Das Leben ist gut. Aber Kraft, genau. Es sind trotzdem nur 4 von 5 maximal, wa? Ach du Scheimkleister. Ich habe mich geirrt, ich Trottel. Ich habe mich geirrt. Wie kann das sein? Der Michael klärt sich doch nie! Ja, schön wär's. Ja, muss halt hier unten bauen. So, wenn wir ein Logistikerzentrum haben, bauen wir natürlich die hier hin, bauen vielleicht immer Straßenanbindungen, so. Jetzt eigentlich mit dem Umsatz hier. Produktion. Alter, wir brauchen jetzt 5, da kommen wir gar nicht hinterher. Ich hab's ein bisschen übertrieben hier, wa? so sind die hier oben. Ups. Okay, ich stelle mal 2 in. Ich schicke die mal in die Pause. Tschüss. Ich glaube, 4 reichen momentan. Ja, ich weiß, ihr macht das ja gerne, so viel zu viel und so. Ihr kennt mich. Sagen sicher die einen, ja, leider. Produktion plus 13. Plastik ist so oldschool Produktion. Ja, das ist zu viel. Okay, da stimmt zumindest mal die Tests, die Theorie. Jetzt müssen wir langsam mal genug Einwohner haben. Heute ist ein schöner Tag. Muss es an so einem Ort auch sein. Das Leben ist schön. Wir gehen jetzt schon wieder zum Gucken, wie viel ich da habe. Sektorversorgung noch zu wenig, ich glaube auch hier unten noch eins. Man hat schon Frage, braucht sie eigentlich eins? Weil, denk mal, der bringt auch etwas. Und auch nicht. Jetzt weiß ich schon mal hier unten. Moment mal ganz kurz. Natürlich brauchen auch die Strom und die brauchen natürlich auch Strom. Meine Frau. Oh, eigentlich haben wir durch die Straßen, also müsste das doch eigentlich reichen. Ich lass mal. Immer noch viel zu hoch oben, immer noch viel zu viel. Das Ziel: produzieren Sie Wasser, machen mittlerweile gut. Wie sieht es denn damit mit dem Verbrauch genau aus? Ich hoffe, alles ist in Ordnung. Zum Biokos ist immer noch zu viele, da gibt es einfach nichts. Aber ja, das alte Problem, ich baue einfach. Es gibt immer keine Kuhhaut. Ups! Das Problem mit dem Bioharz. Wobei eigentlich ja unlogisch. Ich habe hier 2 solche Gebäude, ich habe hier 2 solche, sag jetzt mal, Farmen, wa? Man kann ein bisschen farmen. Also von dem her. Moment mal, kann man etwas fürs Farmen hier? Kann ich jetzt hier eigentlich die Map drehen? Auf dem Mond leben? Klingt ziemlich gut. Ah, hier geht's schon wieder so. Auf Mond leben? Klingt ziemlich geil. Ja, wenn man das leisten kann. Jo. Passt. Zumindest in der Theorie. In der Theorie passt ganz gut, in der Praxis leider weniger. Strom zumindest sieht jetzt gut aus, bin ich schon mal froh. Gut, es ist null, da ist weder gut noch schlecht, es ist einfach, ja.
Haben wir halt. Dass das zu viel ist? Naja. Oh, was? Alter, ich hab so viele Häuser. Zwei? Nö, zwei sind zu viel. Braucht doch kein Mensch. So, sehen Sie? Jetzt Rente. Funktioniert's. Hat das hier echt ein Energieproblem? Trotz allem? Krass. Es ist ein guter Tag. Gut, denk mal, hier geht keiner mehr rein, wa? Sie jetzt da sind. Naja, ich bin da, Leute. Ich bin da. Die Arbeit scheint mir bis nach Hause zu folgen. Wer kennt das Problem nicht? Naja. So, jetzt haben wir gleich genug Arbeiter. Neue Gebäudearten verfügbar. Oh. Da ist jetzt aber natürlich ein riesiges Teil. Wie groß ist der Einfluss? Oh. Hauptsache eine Straße, wa? Eine große Bandbreite an Informationsdiensten. Damit könnten Ihre Angestellten Ihre Interessen und Ihre Fertigkeiten weiterentwickeln. Gut, Sie sollten dieses Vorgehen auch in Zukunft öfter anwenden. Sieht ja eher aus im Fußballstadion. Stadion. Nein! Uah. Entschuldigung, wollte gar nichts. Have a nice day! Ja, ja, danke, du mich auch. Sie können aufsteigen, endlich! Sie können mir Kohle geben. Nein! Mann! Ich nehme einfach mal... In meinen bescheidenen Räumen. Treten Sie ein und setzen Sie sich. Was? 10 von 5? Wie kann man zu viel Information haben? Gut, Leute, würde man sagen, steigen wir auf! Und zwar ein bisschen, na, machen wir ja gerade in der Main City, wa? Was soll ich sagen? Es ist einfach großartig hier. Zu Administratoren! Bemerkenswerte Fortschritte. Sie haben Arbeiterkolonnen und Bodenpersonal schneller zusammengestellt, als ich erwartet hatte. Sie sind für die erste Hürde mehr als bereit. Das ja, man sieht sie oben an Kohle. Dass Sie Ihre Stadt über den Weltraumlift mit der Raumstation der Global Union verbinden. Bislang setzen nur Megacorps wie die Big Five so eine Technologie ein. Aber Sie haben sicher auch das Potenzial dazu. Ja, ja, du mir auch. Alter, habt ihr das gesehen? Das war vor einem Mann, jetzt ist eine Frau. Zu realisieren, verlangt nach das ist rassistisch, das ist nur eine Frau Administrator. Ja, halt die Klappe. Nur eine Frau kann Administrator sein. Tatsächlich. Ja, was ist denn die nächste Stufe, wenn man es fragen darf? Mann, Frau. Es ist nicht die für eine Firma. Wissen. Und sie ein bisschen mehr Biokost, das ist natürlich immer so die Frage, wa? Arbeiter, Administratoren. Auch hier sehe ich nicht, wie viel gehen die genau aus? Du. Na la, wir bauen die Zukunft. Ich hoffe. So, denk mal, das nächste Ziel, da wird ein bisschen dauern. Vor allem mit diesen 1000. Alter. So. So, also kennt man heute schon aus dem her. Wir werden die Firma sein, die das Sonnensystem erobert. Ich arbeite. Administratoren. Admin. Mann. Frau. Krass. Was für ein Scheiß. So. Ich glaube, ich brauche trotzdem noch ein paar Arbeiter, weil sonst, wenn wir keine Arbeiter mehr haben, dann ist es nicht mehr so gut. Arbeitskraft steht einfach nur das. Naja, mal gucken, was steht jetzt hier genau. Beginnen Sie damit, Ihren Raumhafen mit einem Weltraumschiff zu Weltraumlift zu verbessern. Produzieren Sie Baubots. Produzieren Sie Vitamindrinks. Wählen Sie Administratoren an. Klingen Sie auf den Raumhafen. Beginnen Sie das Upgrade. Hier ist der Raumhafen, sind ja auch schon. Baubots, Baubots. Wir brauchen Baubots. Was steht hier? Schalt die Arktis-Region frei. Krass. Wir haben noch Transferrouten. Administratoren. Ja, ja, genau eben. Ja, das sage ich ja. Das wird noch eine Weile dauern. Michaels Moonbase erwacht zum Leben. Sieht das Teil einfach nur scheiße aus hier? Ja,
Ja, er ist nicht gerade so super gewählt und so auf dem Platz sehen. Ich wünsche, ich könnte noch ein bisschen da switchen, aber hey, gibt Schlimmeres. So, wenn wir dabei sind, wir haben so viele Administratoren. Die umzuwandeln ist wie gesagt kein Problem, nur frage ich mich halt trotz allem. Richtigen Gast hatte. Wie viel brauchen die halt an den alten Konsumgütern? Da spricht er vor allem Wasser und den Reis. Bisschen Leis. Bisschen leises Fleiß. Ich gehe davon aus, dass es ein bisschen mehr sind und deswegen, naja. Was? Verjüngungskuren. Ist klar. Ja, nee, also wieso nicht? Schlecht hier. Also, wie gesagt, ich bin da noch ein bisschen drüber war mit der Reis. Leis. Alles leis ist leis. Alles leis ist leis. Wasser geht auch noch. Da bin ich sogar noch ein bisschen überrascht. Das ist, klärt sich aus. Okay. Kobaltblau. Naja, du mich auch. Naja, also, es kommt schon besser. Das kann man ruhig so sagen. Neue Gebäude vor allem. Bauoptionen erweitert. Dankeschön. Na mal gucken. Was brauchen Sie? In der ersten Linie waren es Vitamindrinks, Neuroimplatte, Sicherheit. Natürlich nicht, wa? Administratoren haben bereits hier direkt so. Geht trotzdem noch nicht. Gemeinheit. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ja, ich weiß. Wir haben ein bisschen gucken. Liefer Nanokeramik zur Weiterverarbeitung. Ja, das funktioniert hier, wa? Nee, Kobalt. Gut, das Roboter machen wir ja später, das dauert sonst lange. Obstplantage, Vitamin. Ja, das klingt doch eigentlich relativ simpel. Das lassen wir gerade mal so, weil da brauchst du sowieso. wird noch lange dauern, bis ich das irgendwie mal aufgebraucht habe. Trotzdem, jetzt geht ihm gerade ein anderes Gebiet hier unten. Ja, es sagt hier in der Miete, will ich auch nicht unbedingt bauen. Scheiße, man ist halt hier. Was war Nanobots dafür? Wir verarschen. Baubots aber, oder? Ja, ihr sind auch Baubots, eh. Ornamente, ja. Du Scheiße, ich brauch die Teile. Okay, 5. 5. Braucht er 5. Okay, das wird wohl das hier sein, wa? Nö. Hä? Was denn das? Bergbau. Ah! Okay. Wirklich nur eins von beidem! Ach du Scheiße. Jüp! Krass. So, Wald abholzen, geht das auch? Jo! Der Wald ist weg! Wald sterben! Ne, da kennst du aber das. Da kennst du in Zukunft nicht mehr, Leute. 2005 kennst du nicht mehr. Das sind sowieso alle Künstler. Plastik for the win, sage ich dazu nur. So, natürlich nicht for the win, aber es ist leider so. Egal, kommen wir zum eigentlichen Thema. Und zwar vielleicht noch ein Logistikzentrum hier oben, war. Wäre vielleicht auch nicht so die dümmste aller Ideen. Ich hab hier noch eins, wa? Ja, das scheint mir doch vernünftig zu sein. So. Alter! Willst du mich verarschen? So, aber den muss ich langsam ein bisschen switchen. Wie geht denn das schon wieder? Kann jetzt schlecht irgendwie. Ja, P hätte selber drauf kommen können. Verdammt, wo war das schon wieder? Hier! Ah, hier! Hatte gerade so, mal überlegen, altes Anu, wie ging das da schon wieder? So ging das! So eins und dann natürlich auch so eins noch. Roboter for the win. Ja, Leute, und diese Roboter, ob die uns so, ja, das bringen werden, was wir uns ein bisschen erhoffen. Ja, möchten Sie etwas? Wieso so schüchtern? Verstehe ich gar nicht. 5 und 7, der Verhältnis ist ihm noch gleich, wa? Der Verhältnis vor allem. Der Verhältnis.
Wieso will er keinen aufsteigen? Ja, es scheint mir bis nach Hause zu folgen. Aber das macht mir nichts aus. Achso, es steht nur gar nicht mehr. Geil. Polymerfähig, aber eh genug. Das ist noch krass, was? Das ist einfach so Holz, Werkzeug, Stein, Mosaik, was auch immer, kannst du alles noch das ersetzen. Der Unternehmenswert ist gestiegen. Wieso? Hä? Was geht das nicht? Wir werden die Firma sein, die das Sonnensystem erobert. Ich bin mir ganz sicher. Finde ich bei dieser Art. Bitte was? Finde Gebäude dieser Art 1. Wir werden die Firma sein, die das Sonnensystem erobert. Ich bin mir ganz sicher. Du mir auch. So, trotzdem das Problem, oder? Was wir so haben. Auch ein Leis. Leis ist Leis. Die sind noch pausiert. Das ist das, was ich will. 3 sind pausiert. Trotzdem verdienen einfach noch zu wenig. Verdammt nochmal. Keine Verkehrs... Willst du mal verarschen? Hier, Verkehrsanbindung. Hä? Ja, jetzt sagen wir bloß mal, du musst da hinten... Da geht's einfach nicht, ey. Kann das echt sein, Leute? Muss das noch irgendwie da mit verbunden sein, damit das Ganze funktioniert? Das und vieles mehr erfahren wir hoffentlich in der nächsten Episode hier von Anno 2205 und ja, wenn nicht bald ein Wunder passiert, dann sind wir bankrott, obwohl ein bisschen was verdient wieder, war da vorhin auf 30.000 unten. WTF. Naja. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und ciao zusammen. Vitamindrinksmangel!